So. Handy aus. Nervös? Nö, geht eigentlich sogar. Oh, ist doch super. So soll das sein. So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben sich ja schon alle in Ihren Plätzen eingefunden. Wie Sie sicherlich wissen oder mitbekommen haben mittlerweile, bin ich auf dem Papier hier der Vorsitzende Rechter, um der APO Genüge zu tun. Ich werde das Wort aber gleich meiner Kollegin hier übergeben. Die wird Sie dazu durchführen. Ich bleibe natürlich durchgehend hier und auch für Sie ansprechbar. Sobald die Kollegin mir das Zeichen gibt, dass sie bereit ist. Das ist soeben geschehen. Wünsche ich Ihnen eine gute Verhandlung und dann übergebe ich Ihnen das Wort. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, nur kurz vorab. Bitte bei dieser Verhandlung erst sprechen, wenn ich das Wort dazu gebe. Sollte dies nicht der Fall sein, kann dies mit einer Ordnungsmaßnahme folgen. Diese könnte die Verweisung aus dem Gerichtssaal sein oder aber aus einem Ordnungsgeld bestehen. Außerdem würde ich Sie alle bitten, Ihre Handys auszuschalten, damit die Gerichtsverhandlung nicht gestört wird. Hiermit eröffne ich die Verhandlung im Zivilprozess Everdeen gegen das LSPD am 13.11.2020 um 21:03 Uhr. Das Gericht kommt zur Anwesenheitsfeststellung. Ist das LSPD vertreten durch Herrn Jack Connor und Herrn James Valeska anwesend? Anwesend. Beide. Ist der Kläger René Everdeen anwesend? Anwesend. Ist der Anwalt Jürgen Müller anwesend? Anwesend. Kommen wir nun zu den hier anwesenden Zeugen. Herr Carsten Beckett hat sich entschuldigt. Er wird ungefähr 20 Minuten später eintreffen. Ist Herr Raymond Ressler anwesend? Es scheint nicht. Ist Herr Andreas Schweiger anwesend? Hast du Auch die nicht. geladen oder? Herr Ich Professor habe die Dr. geladen. Johnson hat sich Schlecht für uns? entschuldigt und Herr Hans Clausen Nein. ebenso. Für die restlichen Personen, die hier nicht anwesend sind, behält sich das Gericht ein Ordnungsgeld laut Paragraf 35 des Strafgesetzbuches vor. Nun möchte ich die. Ja, gut, das können wir uns sparen. Zeugen haben wir ja nicht. Wir kommen zur Verkündung der Anklageschrift durch den hier vorsitzenden Anwalt, Herrn Jürgen Müller. Herr Müller, bitte. Einen wunderschönen guten Abend erstmal. Hohes Gericht, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Connor, sehr geehrter Herr Valeska. Wir haben uns heute zusammengefunden, um den Fall Everdeen gegen das Los Santos Police Department zu verhandeln. Hierbei geht es um folgende Aktenlage: 09082020 André West, Verkehrsunfall und weitere Dokumente, die dem Be Gericht bekannt sind. Mein Mandant und ich erheben gegen das Los Santos Police Department folgende Punkte: APO Paragraf 21 Absatz 1. Sowie StGB Paragraph 25 Betrug. Wir begründen dies wie folgt: Das Los Santos Police Department ist dazu gesetzlich verpflichtet, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und weitere Sachen von Belang bis zum Ende zu verfolgen. Dieser Pflicht kam das LSPD in diesem Fall jedoch nicht nach. Die Aktenlage des Falles 09082020 André West, Verkehrsunfall, ist bis jetzt immer noch nicht geklärt. Mein Mandant René Everdeen trug durch den verursachten Verkehrsunfall mehrere Nebenwirkungen, welche ihn bis heute noch beeinflussen, unter anderem chronische Rückenschmerzen im Bereich L4 bis 5. Ebenso muss mein Mandant alle 3 Jahre eine Erneuerung seiner Hydrogele durchführen lassen. Dies können Sie auch aus dem medizinischen Bericht von Herrn Professor Dr. Med.
Jerome Johnson entnehmen. Herr Everdeen fühlt sich vom LSPD betrogen. Er musste die Reparaturkosten seines Fahrzeugs zahlen, obwohl dieser keine Schuld trifft. Ebenso hatte er durch den Verkehrsunfall einen erheblichen Verdienstausfall, den er bis dato nicht erstattet bekommen hat, und das nur, weil das LSPD den Fall nie beendet hat. Ebenso wurden bestimmte Verfahrensrechte seitens des LSPD nicht eingehalten und dadurch eine Aussage im Nachhinein geändert werden musste. Herr Everdeen berichtete mir mehrfach, dass er auf das LSPD zukam, um den Status des Falles zu erfahren. Jedoch vertröstete das LSPD ihn nur damit, dass der Fall seine Zeit braucht und er sich gedulden sollte. Nicht nur, dass die Bearbeitungszeit dieser Akte ziemlich lang war, sondern auch, dass viele essentielle Informationen, unter anderem Kennzeichen der verunfallten Fahrzeuge oder wer der Fahrer der jeweiligen Fahrzeuge waren, durch die bearbeitenden Officer nicht aufgenommen bzw. vergessen wurden, liegt daher meines Erachtens ein grober Fehler seitens des LSPD vor. Und so konnte keine vernünftige Aufklärung dieses Falls stattfinden. Vielen Dank. Danke, Herr Müller. Wollen Sie sich seitens des LSPDs dazu äußern, Herr Connor? Aber natürlich. Sehr geehrte Richterschaft, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Everdeen und sehr geehrter Herr Müller. Das LSPD sieht sich in Ihren Anklagepunkten für nicht schuldig. Der Fall ist nach dem jetzigen Aktenstand des LSPDs abgeschlossen und wir sehen keinerlei Bedarf daran, irgendwelche Erstattungen auszusprechen, zu vergeben oder in anderer Weise zu verteilen. Das wäre es soweit. Ich übergebe das Wort wieder an die Richterschaft. Hiermit eröffne ich die Beweislage. Herr Müller, Ihr erster Antrag, bitte. Und zwar würde ich gerne nochmal auf die Aussage von Herrn Connor erstmal eingehen. Und zwar sagt Herr Müller. Und zwar, ich möchte gerne auf die Aussage von Herrn Connor eingehen, wenn dies so genehm ist. Natürlich. Und zwar hat Herrn Connor gerade eben selbstständig bestätigt, dass der Fall abgeschlossen ist. So ist dies nicht. Herr André West, der Beschuldigte in diesem Fall, soll ein Ordnungsgeld noch nicht gezahlt haben, wodurch der Fall noch nicht geschlossen ist. Darf ich mich dazu äußern? Natürlich. Folgendes. Der Herr West ist leider seit geraumer Zeit nicht mehr im Staat. Damit ist dieser Fall, kann dieser Fall nicht abgeschlossen werden. Beziehungsweise gilt so lange als abgeschlossen, bis der Herr West wieder auftaucht. Dann wird dieser Fall wieder aufgenommen. Gut. Wir würden gern einen weiteren Beweismittel anführen, und zwar die Akte, die vom LSPD erstellt wurde, also die Akte 09-08-2020, André West, Verkehrsunfall. Einen Moment. Ich bin soweit. Und zwar haben wir hier als erstes ein Problem mit dem Ordnungswidrigkeitsgesetz, Paragraph 7 Absatz 1. Und zwar, wenn Sie sich den Tathergang angucken, ist dies ein subjektiver Bericht vom Wahrnehmen von Herrn Carson Beckett. Dies gilt ja keinem Bericht und somit ist es ein Verstoß gegen OWIG Paragraph 7 Absatz 1. Der leitende Officer hat keinen eigenen Bericht, der irgendwie irgendwelche Informationen enthält.
Lassen Sie das Gericht einmal das ganz kurz prüfen, einen Moment. Wenn ich noch was hinzufügen darf. Natürlich. Und zwar, wenn Sie sich genau auf das Datum beharren. Und zwar hat Herrn Kenzo Narigika seine Aussage zu dem Fall erst am 16.08. getätigt, obwohl der Fall am 9.08. eingetreten ist. Das bedeutet, der Officer hat erst eine Woche nach dem Geschehen seine Aussage aufgenommen und damit essentielle Informationen weggelassen. Gut. Möchten Sie sich dazu äußern, Herr Connor? Ja, ich möchte mich dazu äußern. Erstmal möchte ich auf den Paragraph 7 Absatz 1 eingehen, denn ich zitiere den Paragraph nochmal, ja. Die dienstliche Wahrnehmung eines Ermittlungsbeamten gilt als Beweis. Diese muss durch den fallführenden Beamten schriftlich anhand eines kurzen Berichts festgehalten werden. Das Führen einer detaillierten Strafakte ist nicht notwendig. Ich sehe jetzt kein Problem darin, dass die Aussage von dem Herrn Beckett darin übernommen wurde. Da der fallführende Beamte nicht Teil dieses Falls war, kann er dazu weder eigene Stellung beziehen noch sonst irgendetwas dazu machen. Deswegen ist es nur gibt es nur Sinn darin, dass er die Aussage von dem Herrn Beckett dort in dem Tathergang übernimmt. Denn alles andere, was er da reinschreiben würde, wäre einfach nicht so geschehen, wie es geschehen ist. Und damit wäre es ein Verfahrensfehler. Und das ist es nicht. Einspruch, euer Ehren. Begründung? Und zwar eine subjektive Wahrnehmung von einem Augenzeugen, der betroffen ist von der Gegenseite, kann doch keinerlei Art von Bericht sein, die zulässig ist. Es ist eine subjektive Meinung und kein Bericht von einem Polizisten. Was ich sage und was ein Polizist aufnimmt, ist lediglich eine Aussage, die ich getätigt habe, beziehungsweise der Zeuge in diesem Fall getätigt hat. Daraufhin würde ich mich noch einmal äußern wollen. Einspruch abgelehnt. Ja, perfekt. Weil das Argumentation ist. Und kein Einspruch. Herr Connor? Hat sich damit erledigt. Alles gut. Na gut, nein, die dienstliche... Um es nochmal auszusagen, die dienstliche Wahrnehmung eines Ermittlungsbeamten. Wie soll denn ein Ermittlungsbeamter dienstlich etwas wahrnehmen, wo er gar nicht dabei war? Wir machen das bei Fallakten, die bearbeiten wir so, dass Officer, die dabei waren, der Erste, der erscheint an dem Tatort, wird dazu die Akte öffnen und wird dort diesen Bericht schreiben. Das Problem an einem Zivilfall ist, dass wir natürlich nicht vor Ort waren und keinerlei eigene Meinung, keinerlei eigene Ideen oder sonstiges in diesen Bericht einfließen lassen können, sondern das Einzige, was dort zählt, ist die Anzeige der Zivilperson. Und damit ist es vollkommen legitim, dort die Aussage von dem Herrn Beckett einzufügen. Ich übergebe das Wort wieder an die Richterschaft. Oh nee. Herr Müller, wollen Sie noch einen weiteren Beweismittelantrag stellen? Natürlich, ich würde gern eine Aussage tätigen lassen von Herrn René Everdeen, was am Tattag passiert ist und darauf folgend, wie das Verfahren überhaupt aufgebaut wurde. Natürlich, Herr Everdeen, würden Sie bitte in den Zeugenstand kommen?
Guten Abend. Guten Abend. Dann würde ich zuerst zu den Personalien kommen. Ihr Name ist René Everdeen. Sie sind geboren am 1.4.1989, ist das so korrekt? Richtig. Sie sind derzeit tätig als? Leiter der Anwaltskammer. Gut, dann kommen wir zur Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie dies nicht tun, machen Sie sich nach § 34 Strafgesetzbuch strafbar. Des Weiteren müssen Sie nicht aussagen, wenn Sie sich selbst belasten. Wenn Sie die Antwort auf die Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, um keine Falschaussage zu machen. Haben Sie dies verstanden? Ja. Gut, Sie sind nicht... gut, dann einmal bitte, Herr Anwalt, Ihr Zeuge. Und zwar, Herr Everdeen, können Sie mir berichten, erstmal, was am Tattag überhaupt passiert ist? Natürlich. Ich beginne von vorne. Ich war zu Besuch in der Richterschaft bei Herrn Carson Beckett. Ich erhielt einen Anruf von Frau Walsh, mit der wir gut befreundet sind bis dato, und haben uns verabredet, uns zu treffen weiter im Norden der Stadt. Dementsprechend sind Herr Beckett und ich mit meinem Fahrzeug losgefahren, um zu diesem Treffen zu fahren. Zwei Straßen weiter in Höhe des Ammonation wurden wir dann an einer Kreuzung von links von einem Fahrzeug erfasst. Soviel ich noch weiß, war es ein blauer SUV. Was genau zu diesem Zeitpunkt passiert ist, kann ich Ihnen nicht zu 100% sagen. Ich weiß nur, dass das Fahrzeug sich einige Male von uns überschlagen hat und wir diagonal von unserem Ausgangspunkt auf einer Treppe eines Gebäudes standen, quer auf dieser Treppe, das Auto völlig im Eimer, ich eingeklemmt, Herr Beckett neben mir, dann kam mir so langsam wieder überhaupt das Bewusstsein, was da gerade passiert ist. Herr Beckett neben mir klagte über Kopfschmerzen. Ich realisierte dann so langsam tatsächlich erst, dass meine Beine eingeklemmt sind und ich nichts mehr machen kann. Daraufhin hat Herr Beckett versucht, aus dem Auto zu kommen. Das gelang ihm auch und hat dann versucht, das LSMD und das LSPD zu informieren. Anscheinend gab es da Probleme, das habe ich aber nicht genau mitbekommen. Wie gesagt, ich saß im Auto, Herr Beckett war draußen vom Auto. Er kam ja raus. Das nächste, was ich tatsächlich mitbekommen habe, war dann, dass das LSPD vor Ort war. Einer der Beamten, ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wer es war, setzte sich hinter mich in den Wagen und stützte meinen Kopf, sodass nichts weiter passieren kann. Und des Weiteren kam dann das LSMD und hat mich dann aus dem Fahrzeug rausbekommen und mich ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde ich dann operiert. Das war im Prinzip der ganze Verlauf der Geschichte. Gut. Haben Sie noch weitere Fragen an den Zeugen? Natürlich. Bitte. Und zwar, Herr Everdeen, können Sie ungefähr beschreiben, wie das Verfahren vom LSPD aufgebaut wurde bzw. behandelt wurde und wie Sie es wahrgenommen haben? Natürlich. Ich hatte nach meiner Operation, als ich dann noch stationär aufgenommen wurde, natürlich keine direkte Möglichkeit, zum LSPD zu gehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ein oder zwei Tage später ging ich dann zum LSPD, nachdem es mir wieder relativ gut ging und ich entlassen wurde. Habe dann dort erfahren, dass Herr Beckett bereits eine Anzeige gestellt hatte. Daraufhin wollte ich meine Aussage tätigen, was ich dann auch tat. Des Weiteren habe ich erstmal nichts gemacht. Ich wollte gerne auf die... auf das Verfahren des LSPD, auf der Anzeige beruhen, dass es natürlich jemanden gibt, der sich das Kennzeichen aufgeschrieben hat bei so einem Verkehrsunfall vom LSPD oder irgendwo was Ähnliches. Ich habe natürlich das Kennzeichen mir nicht gemerkt. Ich war im Auto eingeklemmt. Des Weiteren ging es dann tatsächlich weiter, dass ich nach Tagen immer mal wieder angefragt hatte, wie es denn sei mit einer Akteneinsicht laut Opferrecht. Und das habe ich dann auch bekommen nach mehreren Nachfragen. Allerdings
Die erste Akte, die ich bekam, war halb fertig. Die zweite, die ich bekam, war immer noch halb fertig. Und das zog sich über Wochen. Wenn ich dann nachfragte, warum es denn nicht weitergehen würde, wurde mir gesagt, warten Sie ab, wir sind da dran, wir klären das. Ich bin mir nicht bewusst, inwiefern es dann mit einmal das Kennzeichen gab, warum das nicht vorher da drin stand. Da ich zu diesem Zeitpunkt alleiniger Anwalt hier im Staate war und es tatsächlich nicht gerne gesehen wird, dass ich mich selbst verteidige in diesem Fall und auch selber die Anklage mache, habe ich natürlich erstmal davon abgesehen, eine Zivilklage zu starten und hatte natürlich auch keine Mittel dafür, weil ich nicht wusste, wer es war. Sonst hätte ich das eventuell schon am Anfang gleich durchgezogen, um jemanden zivilrechtlich anzuklagen, da es, wie mein Anwalt schon sagte, mich sehr viel finanziell gekostet hat, diesen Unfall, naja, zu bezahlen. Also, was mein Verdienstausfall angeht, was das Fahrzeug angeht, etc. Ich war ziemlich erbost, was das anging, dass das LSPD nicht meiner Meinung nach schnell und akribisch genug gearbeitet hat, sodass ich auch tatsächlich einzelne Beamte, mit denen ich zu dieser Zeit sehr gut auskam, fragte, ob sie denn eventuell mit Nachdruck noch mal den Chief of Police, Herrn Waleska, darauf ansprechen können, dass diese Akte bearbeitet wird. Mir wurde immer nur gesagt, ja, wir versuchen das, wir versuchen das. Des Weiteren kam sonst nie wieder was rüber. Also ich habe mich tatsächlich im Stich gelassen gefühlt. Haben Sie noch weitere Fragen an den Zeugen? Nein. Haben Sie noch Fragen an den Zeugen, Herr Connor? Aber selbstverständlich. Herr Beckett. Herr Beckett, Herr Everdeen. Verzeihung, ich war gerade in Ihrer Aussage vertieft. Herr Everdeen. Erstmal nochmal von mir. Natürlich ist tut dem PD natürlich leid, dass Sie darunter immer noch leiden. Das möchte ich schon mal soweit sagen und ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin aus meiner privaten Sicht gute Besserung. Allerdings habe ich da eine Frage. Und zwar, Sie haben gesagt, Sie haben mit verschiedenen Officern gesprochen. Richtig. Mit wem haben Sie da gesprochen und haben Sie dafür irgendwelche Dokumente, haben Sie das PD mal schriftlich zu irgendetwas aufgefordert? Schriftlich nein. Ich ging davon aus, dass es tatsächlich reicht, eine mündliche Kommunikation mit dem LSPD aufzubauen. Unter den Beamten waren damals tatsächlich zum Beispiel der Herr Nils Harder, der mir dann auch versicherte, dass er sich darum kümmern würde, da der aus eigener Aussage und so wie man es mitbekommen hat, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich zuständig war für einige Akten und der auch zu Herrn Waleska dann vorsprechen wollte, mir dann auch tatsächlich gesagt hätte, es wäre eine Frage der Zeit, er könnte dann nicht mehr viel machen. Außer okay. Mit Nachdruck anfragen, dass diese Akte endlich bearbeitet wird. Okay. Sie sagten, Sie haben mehrere Officer angesprochen, bei dem Herrn Waleska mal ein bisschen Druck zu erzeugen, beziehungsweise ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Mit wem haben Sie da genau gesprochen? Wie gesagt, zunächst Herrn Harder, mit dem am meisten tatsächlich. Es ist lange her. Ich bin der Meinung auch noch mit Herrn Schweiger. Ich kann es Ihnen aber nicht zu 100%ig bestätigen. 100% bestätigen kann ich Ihnen Herrn Harder. Okay. Alles klar. Gut, das wär's. Soweit. Ich übergebe das Wort wieder an die Richterschaft. Gibt's den Zeugen betreffend noch Anträge auf Vereidigung? Nein. Gut, dann würde ich Sie bitten, Herr Everdeen, dass Sie wieder Platz nehmen neben dem Herrn Müller. Vielen Dank. Haben Sie noch weitere Beweismittelanträge, Herr Müller? Ich möchte auf die Zeugenaussage von Herrn Everdeen kurz eingehen. Und zwar... Bitte nur Beweismittelanträge, Herr Müller. Okay.
Ja, und zwar auch nochmal die, die Akte, die vom LSPD erstellt wurde. Dort sind nur die Fahrzeugtypen genannt, jedoch nicht die Kennzeichen. Meines Erachtens wäre es sinnvoll, die Kennzeichen niederzuschreiben, um den Fahrzeugbesitzer zu ermitteln. Und dies wurde halt hier in diesem Fall nicht gemacht. Am Ende, wie wir auch in der Akte erlesen können, war es nicht mal klar, dass der Beschuldigte das Fahrzeug gefahren hat. Ja, Herr Connor, wollen Sie sich dazu äußern? Ich sehe dazu keinen Grund, mich dazu zu äußern. Gut, Herr Müller, haben Sie noch einen Beweismittelantrag? Ich würde gern auch nochmal zusätzlich den Zeugen Herrn Beckett, wenn er jetzt anwesend ist, auch gerne dazu befragen. Natürlich, bitte holen Sie Herrn Beckett rein. Ich werde ihn gerade reinholen. Frau West. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Becke. Kommen wir zu Ihren Personalien. Sie heißen Carsten Beckett und sind am 2.12.1993 geboren. Ist das so richtig? Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Sie sind derzeit tätig als? Das sollten Sie wissen, Ehrenwertrichterin. Nein, natürlich, ich bin aktuell in der Justiz tätig als Richter. Gut, dann kommen wir als nächstes zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie das nicht tun, machen Sie sich nach § 34 Strafgesetzbuch strafbar. Des Weiteren müssen Sie nicht aussagen, wenn Sie sich belasten. Wenn Sie die Antwort auf die Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, um keine Falschaussage zu machen. Haben Sie dies verstanden? Ja, habe ich. Vielen Dank. Gut. Herr Anwalt, Ihr Zeuge. Und zwar, einen wunderschönen erstmal, Herr Beckett. Guten Abend. Könnten Sie mir einmal von dem Tattag erzählen, was passiert ist? Kurz und prägnant. Ja, wir hatten einen Unfall. Ist das kurz und prägnant für Sie genug oder soll ich noch weiter ausführen? Nein, ein bisschen weiter ausführen natürlich. Okay. Der Herr Everdeen war jetzt bei mir zu Gast in der Richterschaft und wir haben ein bisschen gesprochen. Irgendwann haben wir dann zum Entschluss, dass wir beide nichts mehr zu tun haben, arbeitstechnisch. Deswegen sind wir beide außer Dienst gegangen und wollten die Frau Walsh besuchen, die uns angerufen hat. Dementsprechend sind wir mit dem Privatwagen von Herrn Everdeen, das war ein Streiter, losgefahren Richtung Nord, erstmal Richtung Westen, dann Richtung Norden. Und als wir hier oben auf der Kreuzung waren, vor dem Gericht quasi, oder hinter dem Gericht, je nachdem, wie Sie es sehen möchten, kam von links ein Fahrzeug mit relativ hoher Geschwindigkeit und ist uns voll in die Seite gefahren. Der Wagen, der Streiter, hat sich daraufhin überschlagen und wir haben uns im nächsten Moment dann auf der Treppe des gegenüberliegenden Gebäudes wiedergefunden. Das war der Tathergang quasi. Okay. Herr Beckett, Sie haben die Zeugenaussage bzw. eigentlich einen Strafantrag bzw. die Ordnungswidrigkeit beim LSPD gemeldet. Korrekt. Sie sind ja im engen Kontakt mit Herrn Everdeen. Und zwar würde ich gerne fragen, wie Sie es empfunden haben, wie das LSPD gearbeitet hat, bzw. wie der Ermittlungsstand zustande gekommen ist und wie schnell die Akte bearbeitet wurde.
Kann ich leider nicht so sehr viel zu sagen, aufgrund dessen, dass es mich als Richter nicht angeht, wie eine Ordnungswidrigkeit und gerade meine eigene Ordnungswidrigkeit in dem Sinne oder Strafsache halt bearbeitet wird. Ich habe immer nur halbwegs mitbekommen von Herr Everdeen, der ja, das wohl irgendwie das LSPD hakt und mit der Strafsache wohl irgendwie irgendwelche Fragen noch hatte oder irgendwie irgendwelche Sachen noch offen waren, deshalb die Akte vermutlich nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden ist. Aber wie es ganz genau war, kann ich leider nicht sagen. Okay, vielen Dank. Ja, kein Problem, sehr gerne. Haben Sie noch weitere Fragen an den Zeugen, Herr Connor? Nein, ich habe keine Fragen. Gut, dann würde ich Sie bitten, Herr Beckett, einmal bitte hinten im Zuschauerraum Platz zu nehmen. Natürlich, vielen Dank. Herr Müller, haben Sie noch einen Beweismittelantrag dem Gericht vorzubringen? Und zwar, ja. Und zwar die Rechnung Gutachten Benefaktor Streiter LS 50442. Und zwar ist das die Rechnung vom ACLS. Und dort steht nochmal kurz beschrieben, was passiert ist und was mit dem Fahrzeug und welches unter welchem Kennzeichen das Fahrzeug gefahren ist. Ja. Ich wollte dies zur Information dem Gericht nur einfach überbringen, aus dem einfachen Grund, weil dies ja nicht in den Strafakten bzw. in der Ordnungswidrigkeit zu finden ist. Dann geben Sie mir bitte ganz kurz einen Moment. Das Gericht prüft das. Ja, liegt uns vor und wird als Beweismittel angenommen. Herr Connor, möchten Sie sich dazu äußern? Negativ. Gut. Herr Müller, haben Sie noch einen Beweismittelantrag vorzubringen? Wie schon in der Anklageschrift vorgelesen, den medizinischen Bericht von Herrn Professor Dr. Med Jerome Johnson über die Folgen des Unfalls von Herrn Everdeen sowie die Beurteilung nach BG Paragraph 13. Gut, dann lesen Sie das mal bitte vor. Es ist ziemlich ausführlich. Ich werde es verkürzt darstellen. Und zwar sind einmal ist die Diagnose, dass der Lendenwirbel 4 Drehung um 4 Grad nach rechts, der Lendenwirbel 5 Drehung um 2 Grad nach links, der vierte Wirbelfassung eine Reptur ist, sowie der fünfte ebenfalls eine Reptur ist. Die Nachwirkungen dadurch sind chronische Rückenschmerzen im Bereich L4 bis 5 sowie die Erneuerung der Hydrogele alle 3 Jahre. Herrn Johnson hat die Bewertung nach BG Paragraph 13 Absatz 4 folgendes genannt. Und zwar aufgrund der oben genannten Nachwirkungen und der Behandlung sowie die Schwere des Verkehrsunfalls wird diesen Unfall als schwere Verletzung eingeordnet. Daher begründen wir unser Schmerzensgeld in Höhe von 50.000. Gut, Herr Connor, möchten Sie sich dazu äußern? Das würde ich mir für das Schlussplädoyer aufheben. Natürlich. Herr Müller, haben Sie noch weitere Beweismittelanträge dem Gericht vorzubringen? Nein. Haben Sie noch weitere Anträge, Herr Connor? Ich würde gerne den Herrn James Waleska in den Zeugenstand rufen. Natürlich, Herr Waleska, kommen Sie bitte in den Zeugenstand. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Waleska. Guten Abend. Zunächst kommen wir auch wieder bei Ihnen zu den Personalien. Ihr Name ist James Waleska. Sie sind geboren am?
28.01.98. Und derzeit tätig als? Chief of Police im LSPD. Gut, dann kommen wir zu Ihrer Rechtsbelehrung. Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Sollten Sie das nicht tun, machen Sie sich nach § 34 Strafgesetzbuch strafbar. Des Weiteren müssen Sie nichts aussagen, wenn Sie sich selbst belasten. Wenn Sie die Antwort auf die Frage nicht kennen, so sagen Sie bitte, weiß ich nicht, um keine Falschaussage zu machen. Haben Sie dies verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Herr Connor, Ihr Zeuge? Herr Waleska. Ja. Sie haben ja die Aussage vorhin gehört von dem Herrn Everdeen. Wurden Sie jemals von dem Herrn Harder auf diesen Fall angesprochen? Kurz und knapp, nein. Ich wusste, dass diese Akte besteht, aber ja, angesprochen von einem meiner Beamten oder den aktenführenden Beamten wurde ich nicht. Okay, das heißt, Sie waren auch nicht weiter in den Fall verwickelt? Nein. Okay. Andere Frage. War der Herr Harder zu diesem Zeitpunkt in irgendeiner Weise im größeren Sinne für Akten zuständig? Nein. Nein. Wenn ich weiterfragen darf, wer war der Bearbeiter für die Akten? Meines Kenntnisstands nach Herrn Naragiga. Okay, alles klar. Das wär's. Mehr Fragen habe ich nicht. Herr Müller, haben Sie noch Fragen an den Zeugen? Nein. Ist der Zeuge zu vereidigen? Gut, dann ist das nicht der Fall. Dann würde ich Sie bitten, wieder Platz zu nehmen, Herr Waleska. Jawohl. Bestehen von beiden Seiten noch irgendwelche andere Anträge? Von unserer Seite aus nein. Von unserer Seite ebenfalls nein. Gut, keine weiteren Anträge. Hiermit schließe ich die Beweisaufnahme. Nun kommen wir zum Schlussplädoyer. Beginnen wir mit der Klägerseite. Bitte, Herr Müller. Kursgericht, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Verteidiger. Im Laufe des Prozesses, um genauer zu sein, in der Beweisaufnahme, ist einiges klarer geworden. Es sind essentielle Informationen seitens des LSPDs trotzdem entfallen, die dem Fall und dieser Schließung des Falls geholfen hätte. Es sind mehrere bzw. kleinere. Und zwar dass die Rechtsbelehrung des Beschuldigten zum Beispiel beim ersten Mal nicht stattgefunden hat und der Beschuldigte daraufhin eine neue Aussage getätigt hat, halt Fehler des PDs gestellt wurde. Mein Mandant und ich finden weiterhin das LSPD aufgrund dessen, dass Fehler in der Ordnungswidrigkeit erstellt wurden oder da sind, die Strafe bzw. den Schaden von Herrn Everdeen zu tragen. Damit wäre das unser Plädoyer. Herr Connor? Jawohl. Sehr geehrte Richterschaft, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Everdeen und Herr Müller. Das LSPD befindet sich in keine Anklagepunkte für schuldig. Aus dem einfachen Grund, dass in dieser Beweisaufnahme lediglich die weiteren Verletzungen, natürlich, so schlimm sie auch sein mögen, und auch unser Mitgefühl dafür haben sie sicher, konnte nicht belegt werden, dass das PD ausdrücklich daran schuld ist, dass dieser Fall nicht zu Ende bearbeitet werden konnte. Beziehungsweise er wurde zu Ende bearbeitet, allerdings ist der Herr West, der dafür in Rechnung gezogen wurde, leider nicht mehr im Staat seit geraumer Zeit. Wie ich schon erwähnt habe, kann man gerne nochmal diesen Fall wieder auferleben lassen, sobald der Herr West wieder anwesend sein sollte. Allerdings gilt er bis dahin als geschlossen und für uns ist dort keine weitere Möglichkeit, diesen Fall weiter zu bearbeiten. Des Weiteren wurde in keinster Weise nachgewiesen, dass das PD
irgendeine Schuld daran trägt, dass dieser Fall nicht ausgearbeitet werden konnte. Wenn, dann lediglich von einer einzelnen Person aus eigener Handlung. Ja, und das wäre es soweit. Wie gesagt, wir sehen das PD in keinem der Anklagepunkte für schuldig. Vielen Dank. Ich übergebe das Wort wieder an die Richterschaft. Vielen Dank, Herr Conner, vielen Dank, Herr Müller. Nun, da wir alle Anträge gehört haben, wird die Verhandlung für ca. 45 Minuten unterbrochen und das Gericht zieht sich zurück für eine Urteilsfindung. Den hier anwesenden Zeugen ist es gestattet zu gehen, sie können aber gerne noch bleiben, um dem Urteil beizuwohnen. Hiermit unterbreche ich die Verhandlung um 21.41 Uhr. Interessant. Sehr interessant.